Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Heute mit einem sehr grundlegenden Video zum Thema Zufallsvariablen. Wir möchten, oder ich möchte jetzt eigentlich in Zukunft weg von diesen sehr abstrakten Ereignisräumen Omega, wo wir im Grunde nie darüber sprechen, was diese Elementarereignisse genau sein sollen. Und dazu führt man eben halt sogenannte Zufallsvariablen ein. Das Video heute wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern als üblich, einfach weil wir ein bisschen viel Stoff haben. Den brauchen wir aber, um das Ganze formal korrekt auch machen zu können mit diesen Zufallsvariablen. Also ich hatte schon gesagt, das Arbeiten mit diesen nicht näher fassbaren Elementareignissen ist halt oft unpraktisch. Das Einzige, was wir bislang immer machen konnten, war anzunehmen, dass die halt gleich wahrscheinlich sein sollen. Und dann konnten wir halt einfach durch Abzählen damit arbeiten. Aber das ist halt auf Dauer ein bisschen unpraktisch. Und deswegen führt man halt solche Zufallsvariablen ein. Dazu überlege ich mir, ich habe so einen Wahrscheinlichkeitsraum. Wir hatten ja schon gesagt, dazu brauche ich immer so ein Omega, die Menge der Elementarereignisse, so ein Groß Sigma, also die Menge aller Ereignisse und dieses Wahrscheinlichkeitsmaß P. Und eine Zufallsvariable x soll dann eine Abbildung sein, die Elementarereignisse auf reelle Zahlen abbildet. Also die Zufallsvariable soll jetzt mathematisch gesprochen erstmal allen Elementarereignissen eine reelle Zahl zuordnen. Und dann bekomme ich halt eine neue Menge, dieses Omega-Stern, so werden wir das ganz oft bezeichnen. Das ist die Menge aller reellen Zahlen, welche x annehmen kann, also das sogenannte Bild von x. Und Omega-Stern ist, kann ich dann wieder zumindest im diskreten Fall definieren als die Potenzmenge hiervon. Also die Menge aller Ereignisse im Raum der Zufallsvariable. Also alles das, was im Raum dieser Zufallsvariable dann passieren kann. Zum Beispiel könnte das dann wieder sein, dass die Zufallsvariable die Werte 1, 2 oder 3 annimmt oder sowas. Während in diesem Omega dann zum Beispiel 1, 2 oder 3 drin ist, weil das eben halt in gewisser Weise ein Elementarereignis dieser Zufallsvariable ist. Und da wir ja am Ende über Wahrscheinlichkeiten reden wollen, muss ich also auch hier wieder irgendwie ein geeignetes Wahrscheinlichkeitsmaß definieren. Das ist die sogenannte Verteilung der Zufallsvariable. Und das ist im Grunde wie vorher auch eine Abbildung, die diesem Sigma-Stern, also diesem Ereignisraum hier, jetzt eine reelle Zahl zwischen 0 und 1 zuordnen soll. Und das definieren wir, oder definiere ich jetzt erstmal so, dass die Abbildung eben halt sein soll, gegeben sein soll über diesen Term hier. Also mal die Verteilung der Zufallsvariable px soll dieser Menge a Stern, diesem Ereignis a Stern, eine Wahrscheinlichkeit zuordnen, die sich über diesem x hoch minus 1 von a Stern ergibt. Und dieses x hoch minus 1 ist das sogenannte Urbild von a Stern, also diejenige Menge aller Elementarereignisse aus Omega, welche von x auf a Stern abgebildet würden. Also diese Umkehrfunktion x hoch minus 1 oder diese Umkehrabbildung ist das Urbild. Also damit meine ich die Menge aller Elementarereignisse, die, wenn ich die in die Zufallsvariable in diese Abbildung reinstecke, kommt irgendwas raus, was in diesem a Stern drin ist. Also dazu mal ein Beispiel. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Summe von zwei Würfen eines fairen Würfels anschaue, dann ist meine Elementarereignisse sind eigentlich diese Tupel hier, ne, weil das ist das, was bei so einem Würfel eben rauskommen kann. Es könnte 1, 1, 1, 2, 1, 3 und so weiter und so fort rauskommen können, bis 6, 6. Das heißt, ich habe 36 von diesen Elementarereignissen und die Zufallsvariable bildet das Ganze ja jetzt auf die Summe ab. Also die Zufallsvariable kann jetzt die Werte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 annehmen. Das kleinste ist 2 bei diesem Elementarereignis und 12 bei diesem Elementarereignis. Also habe ich in dieser Menge hier habe ich noch 11 verschiedene Zahlen drin. Wenn ich mir jetzt anschaue, in diesem Formalismus, was ist jetzt x von 3, 4? Nur x, die Zufallsvariable ist ja eine Abbildung, die diesem Elementarereignis eben halt eine Zahl zuordnen soll. Und zwar tut sie das, indem sie die Summe bildet. Also x von 3, 4
Von dem Tupel 3, 4 ist 7, ne, weil eben halt 3 plus 4 7 ergibt. Und dieses Urbild hier, dieses Urbild von dem Ereignis 4 ist quasi die Menge aller Elementarereignisse, die x auf 4 abbilden würde, also die Menge aller Elementarereignisse, für die die Summe 4 ergibt. Und das ist in dem Fall eben die 1, 3, die 2, 2 oder die 3, 1. Genauso könnte ich mich jetzt zum Beispiel fragen, was ist das Urbild von dem Ereignis 5? Das sind alle Elementarereignisse, die auf 5 abgebildet würden, also die 1, 4, und da ist die Summe eben 5, die 2, 3, die 3, 2 und die 4, 1. Also, auch wenn das hier vielleicht ein bisschen kompliziert geschrieben aussieht, aber im Grunde meint man mit diesem Urbild immer nur diejenigen Elementarereignisse, die von x eben halt auf in dem Fall 4 abgebildet würden. Und wenn hier eine Menge steht, zum Beispiel die Menge 4, 5, dann sind das eben alle Elementarereignisse, die auf 4 oder 5 abgebildet würden. Okay, was jetzt noch zu zeigen bleibt, das habe ich ja gerade so einfach mal in den Raum gestellt, was jetzt noch zu zeigen bleibt, ist, dass die Verteilung, die wir gerade ja so definiert haben, dass die ein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß auf diesem Omega-Stern ist. Das müssen wir beweisen. Und dazu müssen wir beweisen, dass die drei Axiome gelten. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen aufpassen. Wir hatten sowas Ähnliches schon mal bei den bedingten Wahrscheinlichkeiten gemacht. Da haben wir zwei verschiedene Wahrscheinlichkeitsmaße. Wir haben hier nämlich einmal dieses neue Wahrscheinlichkeitsmaß Px. Das ist das, für das wir beweisen wollen, dass die Axiome gelten. Und für das wir natürlich nicht einfach annehmen können, dass sie gelten. Und dann haben wir das ursprüngliche Wahrscheinlichkeitsmaß P, welches auf dem Raum Omega definiert ist. Und das ist nach Voraussetzung ein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß. Für das können wir also annehmen, dass die Axiome gelten. Gut, also die Definition von von dieser Verteilung war genau das hier, also die Wahrscheinlichkeit, die ich diesem A-Stern, dieser Ereignismenge in dem Raum der Zufallsvariable, die Wahrscheinlichkeit, die ich dem zuordne, sollte bitte schon immer identisch sein zu der Wahrscheinlichkeit, die ich im Originalraum gehabt hätte für all die Elementarereignisse, die halt auf A-Stern abgebildet werden. Das war die Definition. Und da ich ja hier für dieses Wahrscheinlichkeitsmaß annehmen kann, dass es ein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß ist, liegt das also immer zwischen 0 und 1. Und dementsprechend liegt das eben auch immer zwischen 0 und 1. Und damit habe ich das erste Axiom für die Verteilung der Zufallsvariable schon nachgewiesen. Für das zweite Axiom müsste ich jetzt nachweisen, dass Omega-Stern, dass die Wahrscheinlichkeit dafür 1 ergibt. Und dazu muss ich mir als allererstes mal überlegen, was ist das Urbild von Omega-Stern, also was ist x hoch minus 1 von Omega-Stern. Und das ist natürlich ganz Omega. Also beim Urbild frage ich mich ja gerade, welche Elementarereignisse brauche ich, um in dem Fall jetzt Omega-Stern zu erzeugen. Und dazu brauche ich natürlich alle, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich würde irgendeins nicht brauchen, also ich hätte jetzt irgendein Elementarereignis in Omega, das ich nicht brauche, um Omega-Stern zu bilden, dann habe ich Omega-Stern eben zu klein gewählt. Dann ist Omega-Stern eben nicht alles das, was abgebildet werden kann, weil dieses Elementarereignis in Omega, das ich da vergessen habe, wird ja dann irgendwo anders hin abgebildet werden. Also, das Urbild von Omega Stern ist natürlich immer Omega. Und dementsprechend ist direkt nach Definition das Wahrscheinlichkeitsmaß soll ja dann sein, die Wahrscheinlichkeit, die ich dem Urbild Omega Stern, hier hätte jetzt ein Omega Stern stehen sollen, zuordne. Und dementsprechend ist das natürlich wieder nach Voraussetzung, dass das hier ein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß ist das eben alt 1. Also auch das zweite Axiom kann ich relativ einfach nachweisen für dieses Wahrscheinlichkeitsmaß. Bleibt noch zu zeigen, dass das dritte Axiom gilt. Und hier müssen wir eben halt wieder zeigen, dass wir für paarweise disjunkte Mengen A1 Stern bis AN Stern, die alle jeweils eine Teilmenge von Omega Stern sind, dass da gilt, das Wahrscheinlichkeitsmaß muss dieser Vereinigung hier, die Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Also diese Eigenschaft hier muss erfüllt sein. Die müssen wir jetzt überprüfen, ob das auch tatsächlich so ist. Und dazu müssen wir uns nochmal genau anschauen, was diese Zufallsvariable tut.
Wir haben hier den Originalraum Omega. Das sind irgendwelche Elementarereignisse. Und wir haben hier dieses Omega-Stern, also die Teilmenge der reellen Zahlen, das, wohin meine Zufallsvariable abbildet. Sie könnte zum Beispiel dieses Elementarereignis hierhin abbilden. Das ist jetzt irgendeine reelle Zahl, welche ist auch egal. Sie könnte diese beiden Elementarereignisse zum Beispiel hier auf dieselbe Zahl hier abbilden. Sie könnte das hier hierhin abbilden, das dahin abbilden, das dahin abbilden und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt so paarweise disjunkte A1 Stern bis AN Stern habe, dann entspricht das diesen Kreisen hier. Also ich habe jetzt ein paar von denen hier, ein paar Elemente in diesem Omega Stern sind in diesem A1 drin und ein paar andere sind in diesem A2 drin beispielsweise. Die sind aber paarweise disjunkt, also ein Element ist nicht in zwei von diesen Mengen drin. Und jetzt muss ich mir mal überlegen, was sind jeweils die Urbilder davon? Also was ist zum Beispiel das Urbild von A1 Stern? Ja gut, das sind alle Elemente, die auf das oder das hier abgebildet werden. Das wäre also dieses hier, weil es dahin abgebildet wird, und dieses, weil es dahin abgebildet wird. Und genauso wäre das Urbild von diesem A2, wären alle Elemente, die hierauf abgebildet werden, also die beiden da, und alle Elemente, die darauf abgebildet werden, also das da. Also, das ist mein Urbild von A1 und das ist mein Urbild von A2 und das Ding brauche ich halt nicht, weil ich das ja vorher auch schon nicht hatte. Also die Abbildung davon hatte ich ja auch nicht. So, jetzt habe ich also hier diese paarweise disjunkten A1 bis AN und deren Urbilder. Und jetzt ist es natürlich so, dass diese Urbilder hier auch paarweise disjunkt sind, weil nach Voraussetzung waren diese Mengen hier, diese A1 Stern bis A2 bis A1 Stern, die waren ja paarweise disjunkt, die haben also nichts gemeinsam und die Zufallsvariable kann ja ein Element nicht auf zwei verschiedene abbilden, also sie kann dieses Element ja nur entweder hier in diese Menge abbilden oder in diese Menge abbilden, aber nicht in beides gleichzeitig. Also wenn ich von dieser Menge wiederum das Urbild bilde und das Element hier drin ist, dann kann das nicht auch noch in einem anderen Urbild drin sein, weil dann müsste die Zufallsvariable das hier ja auf zwei verschiedene Zahlen abbilden. Das geht nicht. Also sind diese Urbilder hier auch paarweise disjunkt. Und es ist natürlich halt auch so, dass wenn ich mir jetzt von hier steht ja im Grunde, habe ich die Vereinigung all dieser paarweise disjunkten Mengen. Und davon werde ich gleich nach Voraussetzung oder nach Definition dieser Funktion hier, werde ich gleich das Urbild von diesem Ganzen, von dieser ganzen Vereinigung brauchen. Und auch hier kann man sich relativ leicht überlegen, dass das natürlich wiederum die Vereinigung dieser einzelnen Urbilder sein muss. Also, es ist also so, dass wenn ich mir von dieser Vereinigung dieser Ereignisse hier das Urbild anschaue, dann ist das identisch zu der Vereinigung der einzelnen Urbilder. Und wie wir gerade auch schon argumentiert haben, sind diese einzelnen Urbilder hier alle paarweise disjunkt. Und das wiederum bedeutet, dieser Term hier oben, den kann ich ja jetzt so schreiben, das ist also die Vereinigung dieser AI Stern. Und das ist eben halt nach Definition von diesem Wahrscheinlichkeitsmaß hier die Wahrscheinlichkeit dieser Urbilder. Und da die alle paarweise disjunkt sind, beziehungsweise da ich das hier wiederum darstellen kann als diese Vereinigung und die alle paarweise disjunkt sind, gilt da das dritte Kolmogorowsche Axiom, sodass ich also hier die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten bilden kann und das ist wieder nach Definition mein Wahrscheinlichkeitsmaß oder mein neues Wahrscheinlichkeitsmaß Px. Gut, das war's für heute. Wir haben den Begriff der Zufallsvariable eingeführt als eine Abbildung, die Elementareignisse auf reelle Zahlen abbilden soll. Wir haben uns überlegt, dass wir die sogenannte Verteilung dieser Zufallsvariable definieren können, indem wir jedem Ereignis im Raum der Zufallsvariable die gleiche Wahrscheinlichkeit zuordnen, die das Originalwahrscheinlichkeitsmaß dem Urbild zugeordnet hätte. Und wir haben nachgewiesen, dass wir mit dieser Definition dann auch ein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß kriegen, welches die drei Kolmogorowschen Axiome erfüllt. Im nächsten Video möchte ich dann über den Begriff der sogenannten Massen- und Verteilungsfunktion sprechen.
die wir einfach hier brauchen, um in Zukunft mit den Zufallsvariablen einfacher arbeiten zu können. Fragen, Kommentare oder Anregungen könnt ihr einfach gerne jederzeit unter dem Video posten. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.